Hallo, guten Tag. Heute steht hier zum Verkauf oder zur Versteigerung eine Panasonic. Die Schulterkamera ist gebraucht und arbeitet im VHS-Vollsystem. Das heißt, es werden hier die richtig großen VHS-Videokassetten verwendet. Man hat verschiedene Einstellmöglichkeiten an der Kamera. Es handelt sich um eine Kamera mit CCD-Aufnahmemodus. Man kann manuell oder automatisch fokussieren, sowie manuell oder automatisch zoomen. Auf der anderen Seite des Gerätes befindet sich eine Zoomwippe. Des Weiteren hat man hier einen Sucher, den man bei Schulterbetrieb so zur Seite klappen kann. Das Okular lässt sich hier so in der Höhe verstellen. Hier innen drin arbeitet ein 1,5 Zoll Monitor, der in Schwarz-Weiß anzeigt. Zum Reinigen kann man das hier hochklappen. Danach zum Gebrauch so runterklappen. Vorne ist der Objektivschutz, diesen kann man abnehmen. Auf der anderen Seite des Gerätes befindet sich hier der Kassettenschacht für die VHS-Kassetten. Man kann es hier öffnen, indem man auf den Eject-Auswurf drückt. Dann lässt sich eine handelsübliche VHS-Kassette in das Gerät einlegen. Das Kassettenfach wird zugeschoben und im Prinzip ist das Gerät jetzt bereit für die Aufnahme. Hier vorne befindet sich ein Mikrofon. Des Weiteren hier ein Sensor zum Scharfstellen, Linse. Hier ist die Zoomwippe zum Zoomen. Eingeschaltet wird das Gerät hier neben über diesen kleinen Schalter. So, nun ist das Gerät betriebsbereit. Sobald ich jetzt auf die Zoomwippe gehe, kann man hier manuell zoomen. Und auch wieder rauszoomen. Und je nachdem, wie sich der Fokus verändert, wie ich jetzt mal hier mit der Hand simuliere, stellt das Gerät dann scharf. So, die Kamera ist jetzt eingeschaltet. Ich habe einfach mal aus dem Zimmer raus auf die Straße fokussiert. Man kann dann schön erkennen, dass die Kamera, wenn ein Auto vorbeifährt, immer wieder versucht nachzuregeln. Wie gesagt, es gibt hier verschiedene Einstellmöglichkeiten an der Kamera. Leider kenne ich mich damit nicht so gut aus, da ich sie selbst gebraucht habe. Mir ist das alles hier ein bisschen zu kompliziert mit der Schulterkamera. Deshalb werde ich die, wie gesagt, weiter versteigern oder weiter verkaufen. Kommt gleich schon mal ein Moped vorbeigefahren. Und die Kamera, wie gesagt, zeichnet im VHS-System auf. Schauen uns das Ganze hier nochmal von der anderen Seite an. Einmal eine Aufnahmetaste befindet sich hier in diesem Griff. Oben ist die Zoomwippe und hier vorne ist nochmal ein Aufnahmeknopf. Das heißt, die ganze Kamera, wenn die auf der Schulter ruht, fasst man hier unten so hinein, kann hier hinten den roten Aufnahmeknopf betätigen und mit den zwei anderen Fingern kann man dann die Zoomwippe bedienen.
Hier kann man dann auf Aufnahmen drücken zum Beispiel. Und dann fängt das Gerät an aufzuzeichnen. Ich habe jetzt hier bei offenem Fenster nochmal ein kleines Testvideo gemacht, indem ich die Kamera einfach ans Netzgerät angeschlossen habe, da leider kein Akku dabei ist. Das tut der Sache aber gar keinen Abriss, weil die sehr gut dann für Innenaufnahmen zum Beispiel geeignet ist, wo man dann eben am Netz arbeiten kann. 4 Stunden Aufnahmemöglichkeit mit einer E200 VHS-Kassette sind möglich. Das heißt 4 Stunden am Stück filmen. Da befindet sich eine mini kleine Macke am Gehäuse. Ansonsten sieht die Kamera für ihr Jahr noch einen ganz guten. Steht sie noch im ganz guten Gebrauchszustand da. Des Weiteren ist noch ein Adapterkabel für Zigarettenanzünderbetrieb am Auto mit dabei. Das heißt, man könnte sie also auch im Auto mitnehmen und von da aus filmen. Das Kabel ist so ca. 3 Meter lang. Wir werden jetzt mal Folgendes machen. Wir werden jetzt mal gleich mit meiner Kamera, mit der ich hier filme, werden wir gleich mal, jetzt fahre ich erstmal hier die Zoom-Wippe zurück, ist schon, werden wir mal hier in das Okular, oder in dieses Objektiv, wie ich das hier nennt, reinschauen, auf den 1,5 Zoll Monitor. Ich jetzt einfach mal die Kamera drauf, schaue, das wird was. Und jetzt drücke ich mal auf Aufnahme. Und jetzt werden wir mal versuchen, dass wir hier so eine Zoom-Fahrt filmen können, mit der Kamera. Jetzt bin ich ein bisschen verwackelt. Ist gerade ein Auto durchs Bild gefahren. So, jetzt zoomen wir wieder zurück. Wie gesagt, klappt alles einwandfrei. Des Weiteren ist hier oben so ein kleiner Schiebedeckel. Da kann man dann zwischen Kamera und Video Betrieb hin und her fahren. Wir stoppen jetzt erstmal die Aufnahme, indem wir hier vorne auf den Recording-Knopf auf Stopp drücken. Jetzt haben wir die Möglichkeit, jetzt schieben wir hier den Deckel rüber. Und dann bieten uns jetzt hier die Möglichkeiten Stopp, vor, zurück, Pause und so weiter. Also man kann das dann auch an den Fernsehen anschließen, sofern man die vorhandenen Kabel hat. Wir spulen jetzt einfach hier ein Stück zurück. Es wird dann angezeigt, indem das Rot hinterlegt ist. So, des Weiteren können wir dann, wie gesagt, hier mit diesem Schiebeteil, so ist praktisch Filmbetrieb zum Aufnehmen. Schiebt man den Deckel so rüber, hat man den Betrieb, um das wiederzugeben, an ein Fernsehgerät anzuschließen oder vorn zurückzuspulen, dass man sich die Szenen in dem Sucher betrachten kann. Wenn man dann hier hingeht und spult zurück, hört man, läuft die Kassette zurück, dann kann man hier sagen Stopp. Dann sage ich Wiedergabe, also Play. Kann hier in den Sucher dann hineinblicken und kann dann praktisch sehen, was gefilmt worden ist. So drücke ich auf Stopp. Wie gesagt, der Schutzdeckel wird rübergeschoben über diese Tasten. Dann finde ich das Ganze im Videobetrieb. Hier so ein Tragegurt von Panasonic ist hier noch mit dran. Ich denke mal, dass das sogar der Originale ist. Und wenn ich hier auf diesen Eject-Knopf drücke, wird natürlich die Kassette ausgeworfen. Dann kann ich die Kassette aus dem Fach entnehmen. Wie gesagt, handelsübliche VHS-Kassette. Und dann kann man das abspielen. So sieht es im Inneren des Camcorders aus. Wie gesagt, hier handelsübliche VHS-Kassette.
wieder rein und drückt die ganze Geschichte zu, den Deckel, und schon ist hier alles wieder aufnahmebereit. Wie gesagt, um diesen Camcorder geht's. So sieht das Ganze von vorne aus. Wie gesagt, Linse, hier diese Entfernungsmesser für die Fokussierung. Aufnahmeknopf, die Wippe für die Zoom-Funktion, ist dieser Handgriff. Hier befindet sich nochmal mit dem Daumen bedienbarer Aufnahmeknopf das Kassettenfach. Hier hinten habe ich die Möglichkeit, auch nochmal an so einen Kopfhörer anzuschließen, eine Fernbedienung, falls vorhanden. Hier ist übrigens das Akkufach. Leider war, wo ich die Kamera bekommen habe, kein Akku dabei. Was aber, wie gesagt, denke ich mal, nicht schlimm ist, weil ich denke mal, wenn ein Akku ein bisschen älter ist, dann geht er auch nicht mehr so toll. Hier hinten ist der Anschluss für das Netzkabel. Die ganze Geschichte sieht dann so aus. Hier sind so ungefähr 1,5 Meter Kabel. Hier befindet sich das Netzgerät, was auch nachher dann auf den Bildern zu sehen ist. Und dann geht es von da aus natürlich weiter. Nochmal 1,5 Meter Kabel in die Steckdose. Das heißt, es sind also ungefähr 3 Meter Kabel an der Kamera dran. Das Ganze habe ich jetzt hier auf dem Stativ zum Test montiert. Das Stativ ist nicht Bestandteil des Verkaufs, der Auktion oder wie auch immer, sondern es geht einzig und allein rein um den Camcorder. Das Objektiv zum Reinschwenken, das Ganze sieht dann so aus. Ist noch aufs Fenster gerichtet, waren noch ein paar Autos dabei. So, ist jetzt im Standby die Kamera, dann brennt eine Leuchte. Und sobald ich die Kamera hier oben über diesen Schiebeschalter ausschalte, geht das ganze Teil natürlich dann noch aus. Dann kann man die ganze Linse und die ganzen Sachen beiklappen und fertig. So, wenn man dann fertig ist mit Filmen, nimmt man hier diese Objektivaufdeckung. Macht die wieder vorne drauf, dass das Objektiv wieder verschlossen ist. Und dann wäre die Kamera bereit für den Transport. Diese kann hier in dieser Tasche, die mit dazugehört, steht allerdings Hitachi drauf, sollte aber kein Problem sein. Da kommt die Kamera dann rein. Das ist hier so ein bisschen vorgeformt, alles innen drin, dass die Kamera da drin sicher steht und nicht rumfällt. Da muss ich hier den Deckel schnappen, kann den hier oben beiklappen. Dann ist hier so ein cooler Bügel dran. Dann kann man das hier so parallel zuziehen. Es sind 3 gebrauchte Videokassetten sind mit dabei. Und ich werde dann noch zu der Auktion, kommt mindestens noch mal eine neue dazu. Hier ist noch so ein Adapterstecker, da steht drauf Audio Out, Video Out, und hier ist dieser Anschluss, der hinten in die Kamera reinkommt, und zwar hier auf der Rückseite. Da kann man also dann dieses Netzkabel abziehen und dann kann man diesen Stecker hier einbringen. Das sieht dann so aus, und dann hat man praktisch ein Audio und Video Out, die man an den Fernseher anschließen kann. Wie gesagt, das ist eigentlich gar nicht nötig, weil wir haben ja ein ganz normales VHS-Format, also mit jedem x-beliebigen Videorekorder sind die Kassetten dann wiederzugeben und man kann sich da seine filmischen Ergüsse dann halt anschauen. Originalbedienungsanleitung gehört auch noch mit dazu in Englisch, Deutsch, Französisch. So wie das aussieht, hier fehlen also auch noch keine Seiten, das ist alles komplett. Und da ist dann alles genau beschrieben hier mit dem Camcorder, wie das funktioniert. Hier ist auch noch das Netzteil abgebildet. Also ich habe den Camcorder getestet. Hier ist nochmal so Zubehörseite, was da alles zugibt. Ich habe den Camcorder getestet mit diesem Netzgerät hier. Das funktioniert also. Und ich habe ihn getestet mit dem Zigarettenanzünderkabel. Also damit kann man auch filmen. Wenn einer sagt, nee, ich möchte ihn wirklich als Schultercamcorder benutzen, dann kann man sich bei eBay oder dergleichen oder bei Amazon gibt es Ersatzakkus für dieses Gerät, sind dann noch verfügbar, so wie ich das gesehen habe, an den Bezeichnungen. Und die sind so für 25 bis 30 Euro zu haben. Wenn man sich sowas also dazu holt, kann man den natürlich dann hinten in diesen Einschub hier einbringen.
Und dann kann man den ganz normal benutzen. Wie gesagt, 4 Stunden gehen auf so eine E240-Kassette drauf, VHS. Und da hat man also jede Menge Zeit zu filmen. Ist also dann auch noch ein recht günstiges Aufnahmemedium. Die Kassette, die ich nachgekauft habe, meine ich, hätte so in dem Dreh 2,49 € gekostet. Also 2,50. Dann ist das also, wie gesagt, ein sehr günstiges Aufnahmemedium. Ach ja, und eins noch, das hier ist dieses Zigarettenanzünderkabel. Das kann man also im Auto einen Zigarettenanzünder einstecken. Hier drüben ist wieder dieser Adapter, der hinten in die Kamera kommt. Hab das eben einfach mal auf den Fußboden gelegt und ausgelegt, 5 große Schritte gemacht. Also das sieht mir so aus, wie wenn das so 4,50, 5 Meter lang ist. Das gehört natürlich auch mit dazu. Und nochmal eine Sache hier wegen dem Sucher. Da haben wir ja eben beim Test durchgeguckt. Der hat in Schwarz-Weiß angezeigt. Natürlich zeichnet die Kamera in Bunt auf. Ist logisch. Also ist ja VHS-System. Ist also Aufzeichnung in Bunt, nicht in Schwarz-Weiß, logischerweise. Vom Stativ abgenommen sieht der ganze Camcorder dann so aus. Das ist hier die linke Seite mit den ganzen Bedienfeldern. Das ist die Vorderseite mit dem Objektiv. Das hier ist die rechte Seite. Und das hier ist die Rückseite. Von unten sieht das ganze Gerät so aus. Diese Tasche hier ist zwar von Hitachi, wie schon erwähnt, gehört aber zu der Auktion oder zum Verkauf dieser Panasonic NV-M5 mit dazu. Hier vorne ist ein Reißverschlussfach, wo man was reinstecken kann. Hier ist so eine Tragevorrichtung, dass man sich die Tasche umhängen kann. Hier ist ein kleiner Klett drauf. Hier kann man mit so einem Bügelreißverschluss, den man ziehen kann, geht jetzt ein bisschen schwer auf der einen Seite mit der Kamera in der Hand. So, dann kann man das aufklappen und so steht die Kamera dann oder liegt die Kamera dann in der Tasche drin. Hier neben habe ich einfach mal diese 3 Videokassetten reingesteckt. Hier kann man schön sehen, diese Suche mit diesem Okular da dran, der ist hier weggeklappt. Das kann man noch zuschieben hier. So, und da liegt die Kamera eigentlich sehr schön drin. Die ist innen zum Teil mit so einem Hartschaumstoff nochmal ausgekleidet. Hier ist dieses Autoadapterkabel und hier drüben liegt das Netzteil drin in der Tasche. Das heißt, es ist also alles für den Transport sicher verstaut. Und so wird es dann auch verschickt. In der Tasche drin, natürlich außenrum nochmal abgepolstert mit Zeitung, Knisterfolie etc. und dann im Karton und wird dann praktisch für die tatsächlichen Kosten ohne zusätzliche Packkosten an Sie verschickt. So sieht das alles aus, in der Tasche eingepackt. Sind jetzt 3 Videokassetten drin. Die Kamera mit dem Sucher, mit diesem Okular, ist beigeklappt. Da an der Ecke ist dieses Autoadapterkabel und hier ist das Netzteil angebracht. Dazwischen befinden sich hier so Hartschaumstücke, die fest auf so einer Grundplatte montiert sind, dass da drin nichts rumfällt beim Transport. Dann kann man hier oben die ganze Geschichte zuklappen und kann die hier mit diesen Reißverschlüssen zuziehen. Ganz zum Schluss hier ein Klett. So, Tragegriff und dann ist die Kamera für den Abtransport bereit.